Hi, ich bin Sarah Connor und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Making-of zu meinem neuen Video Sexual. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, was für ein Video zu diesem Song passt. Natürlich kann man bei Sexual Healing das typische Klischee machen und am Strand im Bikini mit Palmen irgendwie ein Sommervideo machen, aber das wollte ich eben nicht. Und es war ganz lustig, denn ich bin ins Büro gekommen, um mich mit meinem Team zu treffen, mit meinem Regisseur Oliver Sommer und meinem Plattenboss George Glück, und kam rein und sagte, hey, ich habe eine Idee, es geht um den Film. Und in dem Moment legte Oliver einen Film auf den Tisch und sagte, 9,5 Wochen ist meine Idee. Und wir halt wirklich haben uns angeguckt und dachten, das gibt's jetzt irgendwie gar nicht, ja? Dass wir alle irgendwie auf einmal dieselbe Idee hatten. Und ja, jetzt sind wir heute hier. Wenn sie reinkommt, fahren wir drauf zu, ja, und dann einfach schön langsam nach vorne zurück. Ja? Ruhe bitte! Musik ab! Es ist ein sehr sinnliches, erotisches Video. Bei Sexual Healing kann ich nicht irgendwie um den Tannenbaum tanzen. Ja? Es geht um sexuelle Heilung, um Befreiung, um Sinnlichkeit und um Erotik. Und ich finde, das haben wir heute hier irgendwie ganz toll hinbekommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich habe gestern Abend nicht richtig einschlafen können, weil ich kannte ja nur das Skript. Wir haben die Szenen uns ja vorher ausgesucht, die wir machen wollen. Und ich habe ein bisschen kalte Füße bekommen. Und dann habe ich Marc angerufen und gesagt, Honey, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und ich habe so ein Video so lange nicht gemacht, so ein sexy Video. Und ich dachte Marc, aber hey, hör mal zu, ja. Du bist sexy und warum soll Mamas nicht sexy sein? Mach das, ich weiß, du hast diesen Freak in dir. Also hol ihn raus und zeig den Leuten gefälligst, was du drauf hast. Baby, I'm hot just like an oven. Sexual Healing muss einfach diesen Sommer in jedem Radio sein, in jedem Autoradio laut, in jedem CD-Player laut hören, die Sonne und den Wind irgendwie um die Ohren haben, und es macht gute Laune, es bringt irgendwie Flirtstimmung, und ich finde es auch unheimlich, es gibt ja in diesem Video jetzt auch diesen Tanz, also diesen ganzen Strip und diese erotischen Bewegungen in der Küche, und sie tanzt rum in ihrem Kleidchen, und da war für mich eigentlich dieser Punkt, wo ich dachte, hoffentlich ist mir das nicht peinlich, hoffentlich kann ich das vor dem ganzen Team, ja. Und habe dann auch wirklich tatsächlich mich zu Hause eingeschlossen, habe zum Nagel gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie meinen Tanz üben, du darfst jetzt irgendwie mal 2 Stunden nicht reinkommen. Habe mich in die Stimmung begeben, mir Kerzen angemacht und dann vom Spiegel einfach mal geübt und getanzt. Hallo? Ja? Ich bin die Handschelle, ich möchte jetzt gefilmt werden. Ich war natürlich jetzt in den letzten 1,5 Jahren hauptsächlich Mama. Wir hatten eine Zeit, wo sich wirklich alles um die Familie gedreht hat und wo unsere Kinder unsere ganze Aufmerksamkeit brauchten. Und das ist auch heute noch so, aber es ist eben auch der Raum wieder da, wo wir mal für uns sein können und wieder Zweisamkeit erfahren, Marc und ich. Und es ist unheimlich schön, wir schätzen es sehr. Klappe die 27. Okay, fertig, Musik ab. Marc freut sich unheimlich. Ich habe ihn nach jeder Szene angerufen, ihm sofort Bescheid gesagt. Er kann leider aus beruflichen Gründen selber nicht dabei sein. Aber er ist unheimlich aufgeregt und freut sich auf das Video und hat das Skript ja mit mir zusammen auch entworfen. Also er hat mit mir zusammen die Szenen ausgesucht. Und also ja, der ist ganz gespannt. Okay, auch. Fertig. Boah, Marvin Gaye ist mein absoluter Soul-Gott. Ja, das ist ein absolutes Idol von Kindheit an, und ich kann es immer noch kaum glauben, dass auf meinem Album Solicious jetzt ein Duett mit Marvin Gaye drauf ist und dass die Single, die ich jetzt veröffentliche, dass ich einfach diese Chance bekomme, diese Songs zu meinem eigenen zu machen und selbst zu singen und selbst zu interpretieren. Und jetzt auch noch mit so einem großartigen, dem Marvin Gaye der heutigen Zeit eigentlich, dem Neo, der unter anderem für Rihanna, für Beyoncé, für Mario geschrieben hat und der einfach ein absolutes Wunderkind ist aus der R&B-Szene momentan. Und ein Hit nach dem anderen hat jetzt gerade irgendwie einen MTV Music Award bekommen in Japan. Also ich bin wirklich ganz, ganz glücklich. Neo
und ich haben uns kennengelernt vor ein paar Monaten in Berlin. Also haben uns auch ganz bewusst getroffen. Ich habe zu meiner Plattenfirma gesagt, zu den Universal-Jungs, wenn jemals Neo in der Stadt sein sollte, irgendwo in der Nähe, das ist mein absoluter Traum-Duett-Partner, dann sagt mir Bescheid. Und das haben sie getan. Ja, dann bin ich hingefahren, wir haben uns getroffen, haben was zusammen gegessen und haben ein bisschen gequatscht, haben uns gegenseitig unsere Musik vorgespielt und ich habe ihn einfach ganz direkt gefragt. Sexual Healing ist meine zweite Single. Ich find's cool, wenn du irgendwie dabei wärst und hab ich wohl Glück gehabt, einfach ja gesagt. Musik ab. Ich bin wahnsinnig stolz auf alle meine Duettpartner, die ich hatte bisher. Ich habe das große Glück gehabt, mit unglaublichen Künstlern zusammenzuarbeiten. Und neben TQ und Wycliffe, dass ich da jetzt Neo einreiht, ist natürlich eine große Ehre. Der Honig tropft dann auf deine Knie und verläuft dann und dann gibt es ein bisschen ein. Ich würde mir wünschen, dass wir weiterhin zusammenarbeiten. Er ist ein sehr, sehr netter Typ und ein unheimlich begnadeter Musiker und Songwriter einfach. Er hat zu mir gesagt, hey, wenn ich auf deiner Single singe, singst du auch auf meiner. Also mal gucken, was daraus wird. So fine, it's such a das ist überhaupt nicht sexy, die ganze Nummer, nur dass ihr das bist, ne? Ja, ich bin wahnsinnig stolz auf mein Album Soulicious, was jetzt ja erschienen ist. Und es wird natürlich auch demnächst eine Live-Tour geben, ganz klar. Die genauen Termine habe ich jetzt nicht im Kopf, aber die gibt es dann auf meiner Homepage. Und es wird sicherlich eine etwas andere Live-Besetzung sein. Ne? Es sind Bläser dabei, es sind viele Streicher dabei auf diesem Album. Wir haben mit großem Orchester gearbeitet, wir haben mit Liveband gearbeitet und mit Bläsersätzen. Und das möchte ich natürlich auch live umsetzen. Okay. Läuft noch, okay? Ich drehe Schluss jetzt, gute Nacht. Ich kann das nicht mehr antun. Du setzt mir die Dusche. Tschüss.